So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2019 mit meinem Journey, mit meinem Seuchenschwein Journey, muss man tatsächlich sagen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so lautet meine Devise. Wir werden natürlich weitermachen, das habe ich auch am Ende der letzten Folge schon so bekannt gegeben. 2:0 Niederlage. Eine richtig dumme Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles noch in den Griff kriegen. Und anfangen werden wir natürlich mit dem nächsten Spiel, das vor unserer Brust liegt. Der Kader ist noch relativ groß, da sind noch ein paar Grünhinterlegte dabei. Die werden demnächst ausscheiden, denn das sind eigentlich nur Jungs oder Spieler, die ich zum Probetraining eingeladen habe, also nichts Lobenswertes, Nennenswertes. Warum habe ich jetzt als Hintergrund wieder das? Komisch. Das wollte ich eigentlich. Das hat mir Olaf gegeben. Und dann soll ich es auch verwenden. Sieht auch um einiges besser aus. Ja, Ligatabelle nach dem ersten Spieltag ist wenig überraschend. Alle anderen sind an uns vorbeigezogen. Und wir sind jetzt Vorletzter. Was das für das bedeutet, eher noch wenig. Gott sei Dank, hätte auch schlimmer sein können. Wir haben immer noch eine sehr gute Kaderatmosphäre. Der Zusammenhalt auf dem Platz ist prima. Und in 2 Tagen ist auch schon wieder das nächste Spiel. Das bedeutet, wir werden in dieser Folge auf jeden Fall kein Live-Spiel sehen. Wir werden aber die Ergebnisse von Kataspor und von Salfunsaspor sehen. Das steht aber nicht irgendwie. Ne, steht nicht da. Auf jeden Fall, die sind derzeit Fünfter und die sind Vierter. Die sind auf jeden Fall besser in der Saison gestartet als wir. Und Live-Spiel gibt es dann hier gegen Bukaspor. Wunderschönes Stadion, wie man hier erkennen kann. Sieht echt nett aus. Auch ein nettes Logo mit den Weintrauben oder was das ist. Finde ich echt cool. Jo, ansonsten gehe ich einfach mal mit dem Wochenverlauf weiter und melde mich dann kurz vorm Spiel beziehungsweise kurz nach dem Spiel mal schauen, wie sich's ausgeht. So, dann gibt es hier eine Hiobsbotschaft. Rippenbruch bei unserem Stürmer, was 2 bis 3 Monate nach sich ziehen kann. Spezialist, da würde in 2 Monaten wieder da sein. Komisch. Auf jeden Fall fehlt er uns jetzt. Und jetzt muss der Youngster ran und kann er sich seine Sporen verdienen. Ich bin schon so gespannt, wie er sich macht. Aber ich bin guter Dinge. Die Vorbereitung, da hat das ganz okay gemacht. Wenn er sich ein bisschen entwickelt, dann könnte das unser Notnagel werden. Oder unser Top-Stürmer. Wir gucken mal. Also der ist verletzt. Und das ist der 17-Jährige. Was ich finde eigentlich relativ okay. Konzentration könnte noch ein bisschen und Mut auf alle Fälle. Aber ja, Übersicht wäre auch nicht schlecht, aber Konzentration und Mut, da muss er noch weitaus mehr bringen. Aber ein guter Junge, würde ich sagen. 21 Einsätze, 3 Tore. Ist auch nicht berauschend, aber mal schauen. Und das Transferfenster schließt gerade, also mal kicken. Bis gleich. So, die Transferfrist ist vorbei. In der Türkei zumindest, sondern auch noch in ein paar anderen Ländern. Was auffällig ist, guckt euch mal Sanlurispor an. Die haben 22 Transfers genommen oder gemacht. Und das ist für diese Verhältnisse echt nicht wenig. Es sind sehr, sehr viele weg. Sie haben auch
relativ viele Neuzugänge. Aber das wird sie wahrscheinlich die ersten paar Spiele mal ein bisschen außen vor lassen. Ne? Mal schauen. So, wir sind jetzt kurz vorm zweiten Ligaspiel und ich muss jetzt ganz kurz mal meine Aufstellung durchgucken, wer denn hier auf die Bank geht. Meinen Zettel wieder mitnehmen. Okay, das bedeutet, oh, der ist verletzt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der ist verletzt. Demirchan. Muss ich den mitnehmen? Oder ich nehme ihn hier mit. Ist, glaube ich, besser. Ja, Mittelfeld zentral. Könnten wir einmal durchrotieren. Yüksel, Gürbitz. Was ist besser? Ich würde sagen eher so, oder? Sieht's bei dir eigentlich aus? Ne, er ist der bessere Mezzera. Da rotieren wir durch. Du musst dran. Du darfst dran. Vielleicht Murat Kara. Dass wir hier nochmal durchrotieren. Aber halt nicht zu viel. Geht's einfach nur darum, dass wir die Spieler schonen, denn der Terminkalender ist voll am Anfang, also du hast wirklich jedes zweite, dritte Spiel, jeden zweiten, dritten Tag ein Spiel. Und da sollten wir ein bisschen gegenwirken. Ich würde sagen, das reicht auch fürs Erste. Ich schaue mir das Spielchen an und werde mich dann danach melden, wie es ausgegangen ist. Also bis gleich. So, das Spiel ist vorbei und wir feiern unseren ersten Ligasieg gegen Kartalspor. Und das katapultiert uns rauf auf Platz Nummer 7. 1-0 ist ausgegangen. Das Tor ist gefallen durch einen Freistoß. Ist weniger berauschend. Ich weiß nicht, ob wir die Statistiken sehen können. Ja, hier sieht man die Statistiken. 13-2, also der Gegner hatte keine Chance. Und 61-39 Ballbesitz. Das Einzige, was halt ist, wir kommen nicht rein in den 16er. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und wir werden Ibrahim da mal ein bisschen loben, auch wenn er es nicht gerne hört. Ja, so kann sich das sehen lassen. Auf jeden Fall werde ich nicht lange weiterreden und den Wochenverlauf weiter starten. Weil es muss ja auch irgendwie weitergehen. Also bis gleich. So, kurz vor dem nächsten Spiel bekommen wir hier die Info, dass wir vor einer schweren Aufgabe stehen. Weil wir gegen den dritten spielen. Und das ist der Club, der 23 neue Spieler geholt hat. Ob das uns jetzt weiterhilft oder nicht, das werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es spannend. Von der Aufstellung, ich meine, wir sind noch nicht so weit. Ich habe noch ein bisschen, aber unser Top-Stürmer fehlt immer noch natürlich. Das ist klar. Und Emre Bayram. Da gibt es ein paar Interessenten. Ob mir das so passt oder nicht, das bleibt abzuwarten, aber was macht er, wenn ich ihn angreifen lasse? Alles klar, ich lass mal schauen. Hat gut funktioniert. So, jetzt sind wir wieder kurz vorm Spiel. Aufstellung. Den
Captain rauszunehmen, glaube ich, ist eine blöde Idee. Gegen die gute Mannschaft. Aber hier könnten wir Kara wieder reingeben. Der auf der linken Seite ein bisschen mehr für Furore sorgt. Und da haben wir den Ozan. Dann hätten wir wieder unsere volle Stärke aufgestellt. Ich hoffe, dass das hilft. Guck mal bei Youngs danach. Ja, der muss noch ein bisschen. Der muss noch ein bisschen lernen. Muss noch ein bisschen viel lernen. Aber ich bin da guter Dinge. Ich melde mich, sobald das Spiel wieder vorbei ist. Ich hoffe, und ihr drückt mir sicher dabei die Daumen, dass das sich positiv ausschlägt. Also, bis gleich. So, das Spiel ist vorbei. Wir haben 1:0 verloren. Ballbesitz hatten wir wieder mächtig viel. Schüsse hatten wir auch wieder mehr als der Gegner. Das Problem war, das eine Tor, das sie geschossen haben, waren 11 Meter. Was soll man dazu sagen? Ich kann da nicht viel dazu sagen, aber ist halt doof gelaufen. Wie immer halt. Das Positive aus den ersten drei Spielen. Wir haben 3 Gegentreffer gekriegt. Nee. Doch, 3 gegen 2 Gegentreffer. Nee, 3. 1-0 gewonnen einmal. Und ja, 3 waren's. Und ja, das ist ein riesen Fortschritt im Gegensatz zu allen anderen Vereinen, in dem ich bisher war, was dieses Journey betrifft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube wirklich, wir sind auf einem guten Weg. Ich muss mir halt nur überlegen, wie wir hier die Bälle zum Stürmer kriegen. Das muss ich mir überlegen in dieser Zeit. Und ja, ich gehe jetzt mit dem Wochenverlauf noch bis zum nächsten Spiel. Dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Ging dieses Mal richtig ratzfatz. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Achso, wir sind ja noch nicht so weit. Ich gehe mal voran. So, was interessant ist, noch kurz vor dem Spiel. Und zwar geht es um den türkischen Cup in der dritten Auslosung. Da geht es um 92 Vereine, die verlost werden wollen. Und da sind wir natürlich auch dabei. Wir lassen da mal die automatische Ziehung ran. Ne, wir machen da alle Teams ziehen. Wir gehen gegen Petrolspor. Ich glaube, das hat was mit Erdgas zu tun. Geschätzter Wert 21.000. Also, ja, aber nicht unwenig, also nicht gleich weniger Zuschauer, so wie es aussieht. Wir, glaube ich, haben 800 Dauerkartenbesitzer. Das ist nicht mal das Doppelte von dem. Also, der Gegner scheint ernst genommen zu werden oder werden zu wollen. Das sollten wir natürlich auch machen. Steht nicht da. Oh, der aktuelle Titelträger ist Fenerbahce. Das bedeutet, wir werden da möglicherweise auch auf größere treffen. Aber man macht ja nichts. In der Taktikdiskussion oder in der Taktik Ding habe ich mal versucht, hier unseren Mezzera auf Angreifen zu stellen, dass er offensiver wird aus dem Mittelfeld, und unseren Stürmer umzustellen auf Stoßstürmer. Ob das was bringt, das werden wir eben im nächsten Spiel sehen. Aber bis dorthin haben wir noch etwas Zeit. So, wir sind wieder zurück. Ich werde wieder ein bisschen durchrotieren, weil ich ja auch den Leuten die Spielpraxis geben möchte. Mustafa Shak hier, der hat zum Beispiel noch gar nicht gespielt, ist aber ungefähr gleich stark. Dann kann ich mir ihn auch einmal anschauen, so ist es halt. Ibrahim Ikut, den lasse ich draußen, das ist wirklich nur ein Backup. Aber Ümit Kral zum Beispiel, der ist, achso nee, 25 Jahre jung, doch. Aber der andere ist schon 32 und ich soll es mir mit Kral vermutlich nicht verscherzen. Verteidiger rechts.
bzw. Osman Yüksel. Das ist der zentral-defensive Mittelfeldspieler, der Youngster. Den lasse ich aber draußen, weil der ist noch ein bisschen zu schwach für die Aufstellung. Emre Bayram. Ich könnte es mal probieren. Den nochmal reinschmeißen. Ja, Murat, da kommt er auch nicht vorbei. Das wäre jetzt mal in Ordnung für mich. Kontrolliert. Stoßstürmer haben wir umgestellt hier auf Angreifen und dann gucken wir uns das im nächsten Spiel an. Aber das war's schon mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's los ins Spiel. Vielen Dank. Tschüss.